Moin, moin, meine lieben Leute. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Bald ist Halloween. Noch 14 Tage und die Amerikaner feiern wie verrückt. Und in Deutschland ist es ja irgendwie gang und gäbe geworden in den letzten Jahren, dass Halloween auch immer größer wird. Nichtsdestotrotz möchte ich mich auch ein bisschen gruseln und habe gedacht, für euch und für mich ein paar Gruselspiele rauszusuchen. Und wir werden jetzt bis Halloween hin immer mal jeden Tag ein bisschen gruseln, uns gruseln mit diesen Gruselspielen. Anfangen werde ich mit The Evil Within 2, was es im Game Pass gibt für die Xbox Series X, also auch für den PC, könnt ihr euch runterladen, auch selber spielen. Bei der Series X ist die Besonderheit, dass das Ganze angepasst wurde auf 60 Frames die Sekunde. Keine Ahnung, ob es auch bei der One X so ist, weiß ich gar nicht. Beim PC ja sowieso. Und deswegen, schönes, flüssiges Erlebnis. Wir fangen mit dem zweiten Teil an. Der erste ist schon so lange her. Ich wollte einfach mal den zweiten anfangen, weil ich kenne beide Spiele nicht, davon mal ganz ab. Aber es macht wahrscheinlich mehr Sinn, ein Spiel zu nehmen, was ein bisschen von der 60, also von den FPS-Zahlen her höher ist. Für mich zumindest, da ich das andere nicht mehr sehen kann, wenn es so langsam ist. Es stört einen irgendwie so einen ästhetischen Blick, finde ich, wenn die Framezahl weniger ist, dann ist es nicht mehr so rund. Weiß nicht, ob euch das selbst auch aufgefallen ist. Stört mich bei der Switch nicht so extrem, aber auch nur im Handheld-Modus. Wenn ich das dann spiele so am Fernseher, dann stört mich das auch. Aber egal. So, wir fangen einfach mal direkt an mit dem Spiel. Ich bin gespannt. Jupp. So. Sieht aus wie ein Detektivbüro. Überleben. Einsteiger-Albtraum. Ja, wahrscheinlich überleben. Zielhilfe brauchen wir nicht. Ein bisschen ballern können wir auch so. Ich muss zugeben, es hat lange... Oh, Haus in Flammen. Kind und Kindermädchen verbrennen. Ich muss zugeben, ich habe lange gebraucht, mich an so einem Joypad bei so 3D-Shootern zu gewöhnen. Also gerade so Call of Duty zu spielen oder Battlefield mit dem Joypad war für mich echt hardcore. Und ich habe auch echt viel geweint, weil ich so viel verloren habe. Aber langsam funktioniert es echt gut. Obwohl ich muss zugeben, dass ich Call of Duty auch an der Xbox immer noch mit Tastatur und Maus spiele. Ist einfach netter. Mal sehen, wie es weitergeht. Nein. Nein. Nein, das kann nicht sein. Okay. Das ist aber eine geile Kamerafahrt gewesen. Aus dem brennenden Haus hin zu mir. Okay. Okay, da drin. Oh Gott, Lilly! Oh, da drin scheint noch jemand zu sein. Schau rein. Oh, Flammenhölle. Noch einen anderen Weg. Okay. Scheiße! Ah, guck mal. Sehr gut. Lilly, ich bin hier. Wo bist du? Na, wo wird sie wohl sein? Oben. Na klar. Okay, da können wir nicht längs. Wo soll sie sonst sein? Kinder sind immer oben, wenn es brennt. Und wenn der Killer kommt, immer nach oben rennen, Leute. Das ist das Wichtigste. Immer in die Ecke laufen, wo man nicht mehr weg kann. Kennen wir alle aus Scary Movie. Über das Scream. Wie konnte das passieren? Hier durch. Okay, die tritt da einfach mal auf, der gute Mann. Ah, guck mal. Da ist die Eingangstür, da sind die Flammen. Ja, ich komm schon. Ich komme, Lilly. Halt durch. Okay, okay, es brennt ganz schön. Lichterloh hier. Ich bin hier, Lilly. Ich bin hier. Ducken? Okay. Ah, guck mal, es ist ein kleines Tutorial. Tür, gehen wir rein. Steht Lilly drauf. Lilly? Hä, wo ist sie? Komm jetzt raus! Lilly, wo bist du? Ich bin's. Papa ist hier. Du hast mich im Stich gelassen, Papa. Wie bitte? Okay, das Ganze wird ein Traum sein. Kind. Wie kann man denn so besoffen sein? Nun gut.
Nicole Kidman? Hallo, Sebastian. Ist lange her, hm? 3 Jahre. Ich habe 3 Jahre lang versucht, dich aufzuspüren. Und du dachtest, du findest mich am Boden einer leeren Flasche. Richtig? Und warum bist du ausgerechnet jetzt hier? Du hast mich nicht gefunden, weil sie es nicht wollten. Beruhig dich, Sebastian. Du wusstest, was in der Nervenklinik passieren würde, oder? Was in Beacon passiert ist, ist Vergangenheit. Das musst du vergessen. Du klingst genau wie der Psychologe, den mein Boss mir vorgesetzt hat. Aber er hatte keine Antworten. Du schon. Erzähl mir alles über Mobius. Eventuell rächt sich das ein bisschen, dass wir den ersten Teil nicht gespielt haben. Ich bin deswegen hier. Woher hast du das? Lily ist am Leben. Lily ist tot. Ich habe den Bericht gelesen. Ich war auf ihrer Beerdigung. Wir können die Geschichte umschreiben. Ein Tod zu inszenieren ist ein Kinderspiel. Warum sollte ich mich endlich zeigen, nur um dich zu belügen? Lily lebt. Und sie ist bei uns. Aber sie ist in Gefahr. Du musst uns helfen, sie zu retten. Retten? Was habt ihr mit ihr gemacht? Nehmt eure verdammten Finger weg! Ich hatte gehofft, du würdest freiwillig mitkommen. Aber wir haben keine Zeit. Los, noch einmal abdrücken! Das kann ich nicht. Den Kopf geschossen, dann wäre die Geschichte wahrscheinlich vorbei. Dich. Lily braucht dich. Der Wert dieser Bar, den interessiert es einfach nicht. Es ist einfach mal ein paar Leute jemanden umhauen. Eine Spritze in den Nacken hauen. Sebastian, du bist wach. Gut. Ja, super. Wo sind wir? Das ist eine unserer Einrichtungen. Das ist also dieses allmächtige Mobius. Sei vorsichtig, was du sagst. Du weißt nicht, wie mächtig die sind. Klar. So mächtig, dass sie einen abgewrackten Ex-Cop entführen, um ihnen zu helfen. Zumindest ist dein schrecklicher Humor noch intakt. Schluss mit dem Scheiß. Wo ist Lily? Geduld. Alle Antworten liegen genau hier. Okay. Das der Vorfall in der Beacon-Nervenklinik war ein bedauerlicher Rückschlag. Wer redet denn da? Aber mit dem erhaltenen Wissen haben wir ein neues und stark verbessertes Stem-System gebaut. Was hat das alles mit meiner Tochter zu tun? Stellen Sie sich vor, Millionen Geister miteinander verbunden. Glück für einen bedeutet Glück für alle. Mit dieser Maschine, diesem Wunder, kann unsere Spezies Großes erreichen. Wir mussten mit einem Geist beginnen, der rein genug war, um tausende Persönlichkeiten aufzunehmen. Dem Geist eines unschuldigen Kindes. Sie haben Lily an diese Maschine angeschlossen? Ihre Tochter ist etwas Besonderes. Die stabilste Kernkandidatin, die wir je getestet haben. Dank ihr war der neue Stem ein durchschlagender Erfolg. Bis vor kurzem. Vor etwas mehr als einer Woche ist Lily verschwunden. Hat keine Signale mehr gesendet. Dann begann die Stem-Umgebung zusammenzubrechen. Wir dachten, es wäre nur ein einfaches, technisches Problem und schickten ein Suchteam von Mobius rein.
doch dann verloren wir den Kontakt. Und Stem fiel aus. Denken Sie nach, Mr. Castellanos. Ich gebe Ihnen eine Chance, nicht nur Ihre Tochter wiederzusehen, sondern sie zu retten. Etwas, von dem Sie glaubten, es nicht geschafft zu haben. Sie können sie retten oder sterben lassen. Ihre Wahl. Okay. Was ist das Ganze? Sieht so ein bisschen aus wie bei der Matrix, ne? Dass man da in irgendeinen Kram reinkommt. Sebastian. Und bitte, versuch mit dem Team zusammenzuarbeiten, wenn du es findest. Ich weiß, du vertraust uns nicht. Aber sie verfolgen die gleichen Ziele wie du. Nein, danke. Ich komme gut allein klar. Denk dran, melde dich, sobald du Lily findest. Damit wir mit der Extraktion beginnen können. Ich bin hier für dich da. Okay. Schießen wir los. Ich meine, legen wir los. Aber schießen werden wir bestimmt auch. Und jemand anders wird dort drin für dich da sein. Bereit? Ich weiß nicht, ob ihr Akte X kennt. Der erinnert mich so ein bisschen an den Krebskandidaten bei Akte X. Von früher. Sei vorsichtig da drin, Sebastian. Wir verlassen uns auf dich. Okay. Also, grafisch sieht es eigentlich noch ganz okay aus für ein Spiel, was jetzt so 4 Jahre alt ist. Also der Eintritt in 3, 2, 1. Cool. Okay. Was ist jetzt los? Schon wieder bewegen. Also rein filmästhetisch sieht es schon ziemlich cool aus, wie sie es gemacht haben alles, ne? Muss man einfach mal sagen. Falls ihr meint, ihr seht nur einen schwarzen Bildschirm, nein, es ist leider echt so dunkel. Ich kann es nicht mal heller einstellen, aber egal. Wo bin ich? Sprinten, Fahrrad ausdauern. Ah, das ist Haus, okay. Oh. Ich weiß, es ist schwer, Maya, aber sie ist fort. Unsere Kleine ist fort. Nein, das werde ich niemals akzeptieren. Wenn du mir nicht helfen willst, finde ich die Wahrheit alleine heraus. Was geht hier nur vor sich? Detective, wir haben eine Meldung. Ja? Telefon klingelt. Das Telefon klingelt. Doch ich bin im Keller. Vielleicht nur verwählt. Doch ich bin schneller. Okay. Was zur? Geh doch mal ran. Hallo? Sebastian, bist du da? Kidman? Was? Reiß dich zusammen, Sebastian. Du bist drin. Wie fühlst du dich? Furchtbar. Wie ein höllischer Kater. Keine Sorge, es vergeht, wenn sich dein Geist dran gewöhnt hat. Du bist jetzt in einem vom Hauptsystem abgetrennten Bereich. So
hergestellte sichere Zone. Meine Erinnerungen, was? Wenn das so ist, wo sind dann meine Frau und mein Kind? Sieht aus wie mein altes Büro im Crimson City PD. Dein Unterbewusstsein hat es erschaffen. Du solltest dir diese Frage also selber stellen. Kommen wir zur Sache. Wir haben die Information in dein Zimmer geschickt. Siehst du etwas Unbekanntes? Unbekanntes? Das hier an der Wand vielleicht? Okay. Hier sind Fotos einiger Mobius-Agenten. Euer verschwundenes Team, nehme ich an. Ja, sag Bescheid, wenn du welche von ihnen findest. Du bist unser einziger Kommunikationsweg in den STEM. Sie stecken in Union fest und suchen auch nach Lily. Okay. Union? Diese STEM-Umgebung wurde entworfen, um einer Kleinstadt namens Union zu entsprechen. Toll. Eure Experten müssen also auch gerettet werden. Wenn es jemand kann, dann du. Danke für dein Vertrauen. Aber ich bin nur hier, um Lily zu finden. Es gibt noch weitere Informationen. Schau sie dir an, bevor du gehst. Okay. Okay, man kann jeden einzeln angucken. Das machen wir mal. Was ist das denn? Lily, dein Team und jetzt ich. Wir sitzen alle im STEM fest. Ich verstehe immer noch nicht, warum man sie nicht einfach alle aus ihren Wannen nimmt und aufweckt. So funktioniert das nicht. Ohne Kern sind wir aus dem System ausgesperrt. Entfernen wir jetzt jemanden mit Gewalt aus dem STEM, würde sie das töten und ihr Bewusstsein wäre drin gefangen. Großartig. Mobius hat ja einen wunderbaren Plan B. Das Offensichtliche zu kommentieren beschleunigt das hier nicht. Du musst Lily finden. Sonst werden sie, du und jeder andere dort drin sterben. Suche im STEM nach den Mitgliedern des Mobius-Suchteams, um Hinweise auf Lilys Verbleib zu finden. Okay, gucken wir mal die einzelnen Leute an. Baker, der Anführer. Ich sollte versuchen, ihn zuerst zu finden. Kampfspezialist. Okay. Okay, da oben. Noch einer. Harrison. Kampfspezialist. Hoffentlich kommt er alleine klar. Okay. Und er hier? Hä? Also, warte. Da oben noch einer. O'Neill. So viele Techniker. Wahrscheinlich haben sie nicht mit Problemen gerechnet. Wahrscheinlich nicht, nee. Da ist noch einer. Den. Sykes. Sykes. Techniker. Wurde zumindest an Kleinfeuerwaffen ausgebildet. Nein. Und dann wollte ich haben, da. Hoffman. Psychologie und Überwachung? Die könnte gerissen sein. So, können wir noch mehr angucken hier? Nee, das war's. Doch, Union kann ich mir noch anschauen. Union, das Abbild jeder verdammten Kleinstadt. Sie wurde so entworfen, damit Probanden ruhig und entspannt bleiben können. Ruhig und entspannt. Das genaue Gegenteil von Beacon. Was in Beacon geschah, entzog sich unserer Kontrolle. Diesmal scheint ihr auch nicht sonderlich viel Kontrolle zu haben. Hör zu, ich weiß nicht, was dir da drin begegnen wird. Wenn du Informationen brauchst, schlage ich vor, du redest mit den Einwohnern. Klapper die Gegend ab, wie du es mir im KCPD beigebracht hast. Du warst nie ein echter Detective, Kidman. Und du bist kein Detective mehr. Versuchen wir trotzdem, wie welche vorzugehen, okay? Okay. Ah, den ersten Teil hätte man vielleicht doch vorab spielen sollen, damit du ein bisschen was Bescheid weißt. Aber egal, jetzt ist es zu spät. Jetzt sind wir mittendrin. Okay, was war das denn? Untersuchen. Meine erste Belobigung fühlt sich wie ein anderes Leben an. Vermutlich, weil es das auch war. Hm. Okay, können wir hier noch irgendwo raus? Da können wir zumindest rausgehen. Was ist denn ein Kätzchen? Eine Katze. Ich hatte doch noch nie eine... Oh, die hat sogar das ist ein Geschenk. Guck, man kann aufpacken. Was ist das? Ein Dia, ne? Ach, guck mal, da steht auch ein Dia-Projektor. Wo hat mein Gedächtnis das nur rausgekramt? Aus der Grundschulzeit? Dia, als Relikt aus der Zeit vor den Handykameras, sind Dias hauptsächlich in den Häusern von älteren Menschen und in staubigen Boxen bei Immobilienverkäufen zu finden. Sie können mit dem Dia-Projektor in Sebastians Zimmer angesehen werden. Okay, können wir es mal machen? Kätzchen haut ab. Okay, haben wir ein Dia? Ah, guck mal. Okay, das haben wir. Kidman, bist du da? Immer. Du hättest mir nichts von Lily erzählt, wenn deine blöde Maschine nicht ausgefallen wäre. Ich hätte den Rest meines Lebens um sie getrauert und dir wäre es egal gewesen. Wäre es
sagen. Sie hätten mich umgebracht. Ich weiß nicht, ob ich dir glauben kann. Warum sollte ich darüber lügen? Manipulation. Damit ich mich wie ein braver kleiner Soldat benehme. Du hast mich schon einmal angelogen. Unsere ganze Freundschaft war eine Lüge. Okay, verstehe. Und ich kann verstehen, dass du das denkst. Du wirst mich erst verstehen, wenn auch du deine Familie verlierst. Ich hatte nie eine Familie. Nur zwei Menschen, die mich in die Welt gesetzt und wie eine Würde behandelt haben, statt wie eine Tochter. Es ist besser, geliebt und die Liebe verloren zu haben? Willst du das damit sagen? Vielleicht. Wenigstens hattest du Menschen, die dich liebten. Punkt für dich. Okay, mehr. Jetzt haben wir ja nicht. Aber was ist mit dem Kätzchen? Oh, da steht ein kleines Fläschchen. Was ist das? Grünes Gel. Es ist ekelhaft und kommt für gewöhnlich von toten Gegnern. Aber wenn du es sammelst, kannst du damit deine Fertigkeiten verbessern. Danke, Kätzchen. Ah, cool. Grünes Gel, 700 steht da. Okay. Was können wir noch hier machen? Ich glaube, man kann das ganze Spiel auch in 3D spielen, meine ich. Da Ego-Hörsie kann man anschalten. So, man kann es auch so spielen. Ein Spiegel. Wie ein Beacon. Dürfte der Weg hier raus sein. Ist die Frage, ob man lieber so spielt? Zu viel verlangt gewesen. Oder ob man... Was ist das denn hier? Speicherterminals. An Speicherterminals kannst du deinen Fortschritt jederzeit speichern. Du findest die Unterschlüpfe unten im Sebastians Zimmer. Speichern wir doch direkt mal. Gut. Und wo gehen wir jetzt hin? Huch, was ist das denn? Irgendwas? Projekte benutzen, okay. Also ich weiß nicht, was mir besser gefällt. Die 3D-Ansicht oder eben das andere? Ich schalte das andere nochmal kurz an, weil ich glaube, das war ja die Idee des Spiels eigentlich. Wie lassen wir das mal kurz? So. Und was kann dieser Spiegel? Und los geht's. Zurück in den Spiegel. Okay. Oh nein! Lilly, was ist los? Der Kopf meiner Puppe ist kaputt. No. Kein Problem. Mama kann das reparieren. Sie kann alles reparieren. Chauvinist! Die Frauen sollen nähen, ne? Ach, guck mal, wer sich freut. Hey! Sebastian? Was ist los? Alles in Ordnung? Ich habe eine wunderbare Familie. Eine unglaublich kluge und schöne Frau. Warum sollte nicht alles in Ordnung sein? Komm her, Myra. Du arbeitest zu viel. Du bist ja ganz durcheinander. Bist du sicher, dass du dir nichts eingefangen hast? Okay. Was passiert da? Okay, da geht's nicht weiter, da ist der Boden weg. Ist das der richtige Ort? Keine Ahnung, wir gehen mal raus. War hier der schon wieder? Was zum? Okay. Gehen wir mal kurz, kommen wir hier auch durch irgendwie? Okay. Eieieiei. Bühne auf, Vorhang frei. Ist hier hinter irgendwas? Hier hinter ist ein Bild von einer Tür. Hä?
Warte, ich kann auch von der anderen Seite. Konnte ich auch reingehen, oder? Nee. Hä? Okay, ist ein bisschen abgespaced. Na gut, gehen wir nochmal rein. William Baker. Taschenlampe. Anschalten. Dann sehen wir auch alle was, ne? Kann ich nicht rein? Kann ich hier rein? Und das sind ja wunderschöne Bilder da. Was zur Hölle? Der ist, würde ich sagen, tot. Der gehört doch zum Suchteam. Baker. Kann er reingehen? Was passiert denn da mit ihm? Wow. Ist da eine Zeitschleife da drin oder was ist das? Der Anführer des Teams. Eine Kugel direkt durch den Kopf. Der Kopf ist aufgeplatzt, da seht ihr das? Die Hirn quillt mit raus. Eieieiei. Okay. Kann nichts mit ihm machen. Das sieht abgespaced cool aus irgendwie. Aber auch gruselig. Gehen wir weiter. Und klar hört die Musik auf einmal auf. Und ganz allein. Wie immer. Das. Information 140. Wie sadistisch. Wer immer das war, hatte Spaß daran. Er war in der Zeit eingefroren, als ich ihn fand. Das muss von der Kamera direkt neben mir aufgenommen worden sein. Aber ist sowas überhaupt möglich? Kann man es umdrehen? Da ist nichts drauf, okay. Okay. Hat echt jemand noch entwickelt den Film dazu? Wie abgefahren ist das denn? Boah, ist das dunkel hier drin. Da sind wir gekommen. Ah, Kratzspuren. Das Regal wurde verschoben. Heraus. Oder hinein. Ich habe auch keine Waffe und nichts, ne? Nur mal so nebenbei. Also ich kann höchstens boxen und weiß nicht, ob das. Das ist auf abgefahren. Also noch darf ich anscheinend nichts machen hier. Verschiedene Wege. Kann ich aufmachen hier? Da kommen wir nicht hin. Okay, hier gibt es nicht nur einen Weg, hier gibt es gleich Hunde. Telefon klingelt. Hallo? Scheiße. Wer war das? Keine Ahnung, aber gut klingt das nicht. So, was ist hier hinten? Eine Leere, ist hier ein Raum? Hier ist nichts, okay. Da. Da ist eine Tür auf. Kann ich aber nicht rein, okay. Kann ich auch nicht hin. Gehen wir nach oben. Guck mal, hier geht die Tür aufmachen. Natürlich nicht. Auch nichts.
Kann man durch? Hier ist zu. Hier kann man runter durchkrabbeln, oder? Da liegt was. Information 2. Was ist das? Herzlichen Glückwunsch, Wahrheitssuchender. Danke für die Teilnahme an unserem Test der spirituellen Klarheit. Wir freuen uns, Sie auf der nächsten Wissensstufe willkommen zu heißen. Melden Sie sich bitte mit diesem Brief beim nächstgelegenen Mu-Center, um vom Bewerber auf Probe zum Mu-Schüler aufzusteigen. Dieser Brief garantiert Ihnen eine erhabene Position bei der nächsten Reinigungszeremonie. Handschriftlich auf der Rückseite des Umschlags vermerkt. Lügen, alles Lügen. Okay. Grand. Hier können wir einfach durchgehen. Oh, Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Hey! Verdammt! Was geht hier vor sich? Alter, habe ich gerade erschrocken. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, dann gehen wir nach oben, wenn der Tür nicht aufgeht. Taschenlampe an, Entschuldigung. Da sitzt ein Sessel. Da sitzt ein Sessel vorhin. Da ist ein Sessel. Was ist hier? Kann ich nicht rein? Hier kann ich rein. Wo diese schönen Schals mir den Weg weisen. Hä? Okay. Eine weitere Tür. Ist der gespeichert? Was ist er denn? Oh. Das gleiche wie gerade eben. Oh. Oh, oh. Scheiße. RB halten in Deckung gehen, wenn das Deckungssymbol erscheint. Das Deckungssymbol erscheint, wenn du dich vor einer gültigen Deckung befindest. Bewegen Deckung. LS und. Okay, kann man sich ja. Wenn du in der Nähe einer Ecke in Deckung bist, wird ein Pfeil angezeigt. Wähle dich mit LS in die angezeigte Richtung, um die Ecke zu umrunden oder die Deckung zu verlassen. Okay. Oh. Okay, hat uns nicht gesehen. Aber er ist ein Psycho, ne? Zum Teufel war das. Freue mich auch gerade. Schon wieder so ein wie Typ, der Anführer des Teams. Ach, schon mal, guck mal. Okay, er hat auch gekillt und auch wieder in so einer Zeitschleife hinterlassen. Das ist ja ein bisschen uncool irgendwie. Wo gehen wir hier durch? Nicht links. Ich muss einen Weg herausfinden. Ja, bloß wie? Hier waren wir schon mal, da sah es bloß ein bisschen anders aus, glaube ich, ne? Da ist eine Tür. Okay. Da müssen wir vielleicht mal anklopfen. Noch ein weiterer Hinweis. Dieses Foto eines weiteren Mordopfers. Das ist eine Morbius-Uniform. Gut beleuchtet und scharf. Sieht aus, als hätte. Als wäre ihm mit einer Waffe in den Kopf geschossen worden. Schick's drauf, okay. Geht's auch nicht rein. Achso, es geht hier gar nicht rein, okay. Tot zu sein. Huch. Okay. Da sind wir gekommen. Gehen wir rein. War da gerade ein Auge? Da war gerade ein Auge. Ach so, das ist ein Loch. Ach so, ich dachte, warum kann ich nicht rüber?
Gut, dass er anhält, sonst wäre ich da runtergestürzt. Eieiei. Okay, das geht auch nicht. Geht's wohl nach oben. Hier hängen ein paar Leute. Und ein Pendel. Eieiei, ist aber auch schräg hier alles abzusuchen. Also da geht's irgendwo rein. Hier ist auch noch auf. Was ist denn hier? Hier ist gar nichts. Gehen wir hier rein. Da ist der Typ. Aber der ist ja übermächtig. Wie wollen wir den denn killen? Können wir ja gar nicht. Scheiße, da ist ja ein Riesen. Die sind alle tot da drin. Vielleicht ist er ein Künstler. Rebirth. Okay. Das sieht schon abgespaced aus. Kann ich da reingehen? Okay. Da geht die Fahrstuhltür auf. Ist hier noch irgendwas? Ich höre hier nur so komische Geräusche. Das macht mich nicht glücklich. Okay. Gehen wir hier in den Fahrstuhl rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ja, da ist ein Eingang. Das ist ein Durchgang. Ach Mann, das ist nicht so schön hier irgendwie alles. Da hängen wieder, oder hängen ein paar Leichen. Mann, nicht nur ein paar, es sind ganz schön viele. War das? Hä? Hey? Da ist eine Kamera. Da ändert sich die ganze Zeit hier. Jetzt ist da eine Tür. Ah! Oh, Scheiße. War das der Typ gerade? Hat der ein Foto von mir gemacht? Oder wer war das? Ach Quatsch. Das bin ich. Der hat gerade das Foto von mir gemacht. Was zur Hölle? Hä? Da war doch gar keiner. Hm. Oh Mann! Das war klar, so ein typischer. Was ist das denn? Oh, kann ich laufen? Ja, oh, lauf, lauf! Oh, fuck! So ein Scheiß. Lauf! Alter Schwede. Okay, jetzt kommt bestimmt da raus. Stecke hier fest. Hier kann man hoch. Oder auch nicht. Alter. Ja, los, kletter hoch da. Was ist da denn so langsam? Alter, was für ein ekliges Viech. Verdammt. Was zur Hölle ist das? Ich höre es da unten irgendwann rumtrampeln, oder nicht? Was
eine Ratte. Oh! Okay, jetzt hat er mich komplett getroffen. Wie hätte ich denn da ausweichen können gerade? Nach hinten? Oder was? Okay, ein bisschen Energie sammelt sich immer wieder bis zu diesem bestimmten Strich wahrscheinlich. Ah, okay, weiter geht's nicht. Schade. Können wir hier runter? Wir müssen wahrscheinlich hier runter auch, ne? Nichts zu hören. Okay, ich kann nichts machen. Katzene? Ja, okay. Willst du mich verarschen? Oh, da kommt der Typ. Scheiße. Was ist er denn für ein Arsch? Nein, 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 nein. Was soll man denn da machen? Okay, haben wir überall mal getroffen. Eieieiei. Okay, was zum Teufel geht hier vor? Automatische Gesundheitsregeneration. Wenn deine Gesundheit einen kritischen Zustand erreicht, färbt sich die Lebensanzeige rot. Solange Lebensanzeige rot ist, regeneriert sich deine Gesundheit automatisch bis zu einem gewissen Punkt. Wenn du dich bewegst, regeneriert sie sich schneller. Also suche bei kritischer Gesundheit einen sicheren Ort zum Verstecken auf. Okay. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier so rumdänze, dann sieht er gar nichts. Oder was? Mut. Ja, hätte man auch sanft aufmachen können. Wo bin ich jetzt? Hier denn? Okay. Spritzen. Die Herkunft des Medikaments in diesem Reiz ist unbekannt, aber es stellt wieder Gesundheit her. Etwas zumindest. LB halten, Gegenstand außen. Okay. Ah, okay. War jetzt vielleicht clever? War nicht so clever. Habe ich davon noch was? Nee. Gut. Da liegt ein Büchlein. Tagebuch im verlassenen Haus. Die Handschrift in diesem Tagebuch ist sauber und ordentlich. Der letzte Eintrag lautet: Ich habe gerade die Meldung erhalten. Jetzt kenne ich den Grund für diese ganz verrückte Scheiße, die in den letzten Tagen passiert ist. Das schlimmstmögliche Szenario ist eingetreten. Aber wenigstens muss ich nichts mehr vortäuschen. Diese Dinger, die ich gesehen habe, sie haben sich alle verändert. Es ist zu spät, um sie noch zu retten. Es wird Zeit, mein Training in die Praxis umzusetzen. Möge Gott ihrer Seelen gnädig sein und meiner. Okay. Psycho. Gut. Da ist auch eine Tür, geht raus. Ach klar, liegt immer mal eine Waffe rum. Wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Ja, freu mich auch. Wo sind wir denn da? Vielleicht ist das der richtige Ort. Lily, ich hoffe, du bist hier. Dieses Foto, ich dachte, es wäre für immer vom Feuer verloren gegangen. Ich weiß doch, als wir es geschossen haben. Lies Atem roch nach Zuckerwatte. Und Myra sah so schön aus wie nie zuvor. Schöne Scheiße ist das. Kidman? Sebastian, wo warst du? Wir haben dich verloren. Keine Ahnung. Aber es war auf keinen Fall eine idyllische Kleinstadt. Irgendwas Furchtbares geht hier vor, Kidman. Baker ist tot. Hier läuft ein Killer rum, der Dinge tun kann, die... Das ist wieder wie in Beacon. Wohin zum Teufel hast du mich geschickt? Ich weiß es nicht. Wir sehen von hier draußen nichts. Baker führte das Team an. Wenn er tot ist, bedeutet das für die anderen nichts Gutes. Schau dich weiter um.
Je mehr Infos du sammelst, desto besser kann ich dir helfen. Ja, klar. Waffe, okay, Waffe. Okay, gut. Aber ich würde sagen, hier ist das erste Päuschen angesagt. War auch schon genug Adrenalin und Stress. Deswegen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.